Eine mächtige Festung, Gerd Fröbe, der deutsche Orden, der Popstar des Mittelalters, Premium-Partner-Hotels und überragende Fotospots und ein Jagdschloss erwarten uns auf dieser Tour. History of the Fototour, los geht's. Na, servus und herzlich willkommen auf History of the Fototour. Wir sind wieder unterwegs auf der Burgenstraße. Wenn ihr wissen wollt, was die Burgenstraße ist, verlinke ich euch das erste Video in der Videobeschreibung, den Auftakt in Bayreuth. Ich empfehle es euch, schaut euch an, ist sehenswert. Und wir sind unterwegs südlich von Nürnberg. Es geht von Roth über Abenberg, Wolframs-Eschenbach bis nach Lichtenau. Und jetzt befinden wir uns schön im Herbst im Roth. Und was es da zu sehen gibt, schauen wir uns jetzt an. Ladies and Gentlemen, es gibt was zu feiern. Es ist Bergfest. Wir haben die Hälfte unserer Reise entlang der Burgenstraße hinter uns. Und eine weitere epische Hälfte liegt noch vor uns. Und wir sind heute in Roth angekommen, im Süden von Nürnberg gelegen. 1060, das erste Mal urkundlich erwähnt. 10 Kilometer vom Rothsee entfernt in der Urlaubsregion Fränkisches Seenland. Die Zeit der Markgrafen hat hier ihre Spuren hinterlassen. Neben dem Schloss Radebohr, das Aushängeschild der Stadt Roth, gibt es auch den historischen Rundgang, wo ihr allerhand Historisches entdecken könnt. Bevor es jetzt ins Schloss Radebohr geht, bin ich an einem Schild vorbeigelaufen. Ihr seht hier ein Fahrrad drauf. Roth ist jetzt nicht bekannt für seine Fahrradstraßenrennen, sondern für den Triathlon. Fahrradfahren, Laufen und Schwimmen. Daher hat Roth seine Bekanntheit erlangt. Der Triathlon Challenge Roth findet hier immer an den ersten Juliwochenende statt. Angekommen im Innenhof vom Schloss Radebohr hier in Roth. Georg der Fromme, Markgraf von Brandenburg-Ansbach, ließ 1535 bis 1537, also nur in kurzer Bauzeit, hier dieses Schloss errichten. Finanziert wurde es durch das Doppelfürstentum Oppeln-Radebohr aus Oberschlesien, das an die Markgrafen von Brandenburg-Ansbach verpfändet war. Im Jahre 1791 mit der Abdankung des letzten Markgrafen von Brandenburg-Ansbach erwarb übrigens der Fabrikant Philipp Stieber das Gebäude und brachte hier eine Fabrik für leonische Waren unter. Von 1892 bis 1916 ließ Wilhelm von Stieber durch Künstler hier das Schloss in der Spätrenaissance wieder auferstehen. Es gibt hier schöne Deckenmalereien und einen schönen Prunksaal. Und da begeben wir uns jetzt mal auf die Suche und schauen uns die mal an. Aufführungen hier im Schloss kommt ihr hier auch im Speisesaal vorbei. Ihr müsst eine Führung machen, ihr könnt euch auch hier frei bewegen. Und es sind hier wirklich schön gemacht, liebevolle Tafeln für die kleinen Gäste. Da wird euch genau erklärt, was ihr hier im Speisesaal sehen könnt. Unter anderem die Wappen der Familie Stieber auf den Originalstühlen an den Rückenlehnen. Das ist Gerardino. Und das ist Johann. Hallo Kinder! Hallo! Im Prunksaal hier auf dem Schloss, das ist der größte Raum des Schlosses mit seiner Ausstattung, wollte Wilhelm seinen Reichtum zeigen und ich denke, das hat er eindrucksvoll gemacht. Es wurden hier große Feste gefeiert, es war hier sogar König Ludwig III. Von Bayern hier zu Gast und hat bestimmt fleißig mitgefeiert. Die Kronleuchter hier sind noch original erhaltene Kronleuchter und das Besondere ist, das Schloss hier wurde damals schon mit Elektrizität ausgestattet und sogar die Originallichtschalter funktionieren noch. Ich weiß ja, dass der eine oder andere von euch nicht mit der Kamera unterwegs ist, sondern sein Handy dabei hat zum Fotografieren und hier könnt ihr ein tolles Foto machen mit eurem Handy. Wenn es einen Weitwinkel hat, dann platziere ich mich jetzt gleich mal da vorne und mache ein Foto. Wie es geworden ist, seht ihr jetzt.
Von 1894 bis 1916 war hier Ferdinand Wagner der Jüngere tätig. Das ist ein bekannter Künstler und Maler. Er hat unter anderem im Prunksaal das Denkmalgemälde geschaffen und auch hier im dritten Stock des Schlosses diese beeindruckenden Ölgemälde, die ihr hier bestaunen könnt. Im Jahr 1942 wurde das Schloss der Stadt Rot geschenkt. Ich finde, das ist ein beeindruckendes Geschenk und es wird seitdem von der Stadt vielfältig genutzt. Der Sitzungssaal des Stadtrates ist hier untergebracht, genauso wie die Stadtbücherei und die Touristinformation. Im Innenhof finden die Schlosshofspiele statt und in den Ratsstuben. Das könnt ihr sogar mieten, um vielleicht dort eure Hochzeit zu feiern. Auf unserem Weg von Roth nach Abenberg kommt man auch an Eggersmühlen vorbei. Das liegt ganz in der Nähe von Roth. Und da gibt es ein historisches Museum. Das ist ein ehemaliges Chef-Eisenhammerwerk. Da könnt ihr euch die Kunst des Hammerschmiedens zeigen lassen und lebendige Geschichte erleben. Über viele Generationen war der Eisenhammer im Besitz der Familie Chef, einer weit verzweigten Hammerschmiededynastie. 1775 übernahm Johann Michael Chef damals hier das ganze Anwesen und im Vergleich zu seinem Vorgänger war der große Unterschied bei ihm, er war Eigentümer und Besitzer in einer Person und so hat er es geschafft, hier das ganze Anwesen zu einer erfolgreichen Dynastie zu führen. Die Blütezeit des Eisenhammers endete aber 1974 mit der Einstellung des Betriebs, da die Massenproduktion in der Industrie eingeführt wurde. Fritz Chef ist es aber zu verdanken, dass die Anlage betriebsbereit blieb und so 1985 in ein Museum umgewandelt werden konnte, in dem ihr heute regelmäßig Schmiedevorführungen bestaunen könnt. Und jetzt geht's weiter auf unserer Reise auf der Burgenstraße. Leider nicht mit dieser Eisenbahn, aber wir sehen uns in Abenberg. Wir sind weitergefahren auf der Burgenstraße, nicht mit dem Zug aus Roth, sondern mit einem Auto, aber wir sind dennoch angekommen in Abenberg, genauer gesagt vor der Burg Abenberg. Im 11. Jahrhundert wurde das Geschlecht der Abenberger das erste Mal urkundlich erwähnt. Die Burg war früher eine Holzburg, gebaut von Graf Adalbert II. Später unter Graf Rapotto wurde sie eine imposante Höhenburg, eine Steinburg. Und die steht hier in der Region Rangau, das ist die Region zwischen Nürnberg und der Frankenhöhe. 1236 kamen die Stadt und Burg durch Heirat an die Hohenzollern, die damaligen Burggrafen von Nürnberg, nachdem die männliche Linie der Abenberger mit Graf Friedrich II. Erloschen war. Die Nürnberger ersetzten den Bau durch einen teilweisen Neubau, den sie aber kaum benutzten. 1296 wurde die Burg an das Fürstbistum Eichstätt verkauft und das schwach befestigte Nordwesteck durch einen Viereckturm verstärkt. Im 15. bis zum 17. Jahrhundert erfolgte eine Reihe von Umbauarbeiten. Im Lauf der Jahre verfiel die Burg immer mehr und 1875 erwarb der Münchner Kunsthändler K.J. Zwerschina die Burg Abenberg und rettete die Burg vor der totalen Zerstörung. Nun sind wir gelandet direkt auf der Brücke mit dem Zugang zur Burg. 1982 hat übrigens die Stadt Abenberg die Burg hier übernommen und sich um die Sanierung gekümmert. Um sich den Unterhalt finanzieren zu können, wurde ein Zweckverband gegründet. Es wurde in den 90er Jahren aufwendig hier renoviert und restauriert und 2001 wurde hier das Klöppelmuseum eröffnet. Neben dem Klöppelmuseum ist auch ein Tagungszentrum in der Burg beheimatet, wie das Haus Fränkel Geschichte. Ein Restaurant und ein Hotel ist auch in der Burg zu Hause und das Hotel ist Premiumpartner der Burgenstraße. Das Premiumpartnerhotel der Burgenstraße, das Hotel Burg Abenberg, lädt euch zum Verweilen ein. Hier verschmelzen die Moderne mit der Antike.
Es ist wirklich toll und im Sommer findet auf der Burg auch immer das Feuertanzfestival statt. Und wenn ihr ein oder zwei Bier zu viel getrunken habt, dann könnt ihr auch gerne im Hotel übernachten. Leider ist es momentan aber auf der Burg nicht möglich. Erst im Frühjahr könnt ihr dort wieder übernachten. Dann könnt ihr auch das Turmquartier beziehen. Das ist wirklich sehenswert. Die Infos zum Hotel blende ich euch ein. Denn ihr könnt im Gästehaus übernachten und ich finde, das Gästehaus kann sich auch sehen lassen. Auf der Burg Abenberg gibt es das Klöppelmuseum. Das Klöppeln ist ein ganz altes Handwerk hier in der Region, in Abenberg. Die waren damals dafür bekannt. Und wer nicht weiß, was das Klöppeln ist, mir ging es so, das ist quasi das feine Weben, das feine Stricken. Da wird geknotet und das könnt ihr hier auch im Klöppelmuseum ausprobieren. Da machen wir jetzt mal einen schönen Leinenschlag. Da gehen wir jetzt von links kommend nach rechts durch und ziehen das hier so rüber. Und das Ergebnis, das seht ihr jetzt. Ich habe mir jetzt hier im Museum mal diesen kleinen Vogel ausgegeben, der ist geklöppelt, damit ihr euch mal vorstellen könnt, was das heißt. Das ist quasi so ganz feine, spitze Handarbeit, wirkliche Handwerkskunst, die hier beherrscht wird. Und für so einen kleinen Vogel brauchen die geübten Klöpperinnen ungefähr 2 bis 3 Stunden. Und dann könnt ihr euch mal vorstellen, ich hoffe, ihr könnt es jetzt sehen, wie lange man an diesem Wahnsinnsumhang oder Kleid gearbeitet hat. So klang es früher in der Klöppelschule. Hier in dem Klöppelmuseum könnt ihr lebendige Geschichte erleben. Es gibt so Hörstationen, es gibt Monitore und dann könnt ihr euch auf den Spuren der alten Klöpplerinnen und Klöppler begeben. Und auf der Burg schauen wir jetzt mal ins Haus, fränkische Geschichte, und begeben uns mal ins Museum. Ich habe mich jetzt extra nicht bewegt, weil ich habe bestimmt gedacht, Mensch, wer ist er? Ist er der oder ist er der? Hier seht ihr übrigens einen Ritter in der damaligen Originalgröße. Also damals wäre ich ein richtig stattlicher Ritter gewesen. Und wir sind hier im Haus Fränkische Geschichte. Und da machen wir jetzt mal den Frankentest. Und da schauen wir jetzt mal, ob wir ein echter Franke sind, ob wir das so hinkriegen. Hier könnt ihr allerhand sehen über die Geschichte der Franken. Kettenhemden anziehen, natürlich auch Helme. Sowas lasse ich mir natürlich nicht hingehen. Und nicht nur für die Großen, sondern auch für die, ich sag's euch, für die Kleinen. Ihr seht, ein bisschen ein Größenunterschied ist schon da. Und bevor wir den Test machen, machen wir uns natürlich noch ein bisschen schlau, was die Geschichte hier uns alles zu erzählen hat. Um den Frankentest hier auf der Burg zu bestehen, müsst ihr 1, 2, 3, 4, 5 Fragen beantworten können. Eine davon ist, wie viele fränkische Bezirke es gibt. Ich als Nürnberger weiß natürlich die Antwort, aber vielleicht der ein oder andere nicht. Und deswegen wird auch hier geholfen. Ihr seid hier in der Sonderausstellung Franken und dort oben seht ihr die 3 Bezirke: Oberfranken, Mittelfranken und Unterfranken. Eine Frage im Frankentest ist die Frage Nummer 3. Was sagt der Nürnberger Franke zu seinem Kind? Sagt der Waggerler oder Bobberler? Sagt der Baby oder sagt der Kleines? Der Nürnberger weiß es natürlich, der sagt Bobberler. Das Museum möchte auch meine Meinung wissen zu Franken. Die hinterlasse ich sehr gerne. Meine Meinung zu Franken. Und da klebt es jetzt. Ich habe jetzt den ganzen Frankentest ausgefüllt und ob das so richtig ist, wie ich mir das denke, das wird mir jetzt gleich die Magdalena sagen. Die macht die Auswertung. Ich bin gespannt. Passt? Prima. Gibt es eine Urkunde als echter Franke? Ja. Danke sehr. Da freue ich mich sehr. Das Diplom, geprüfter Franke, das rahme ich mir ein. Und den Helm und das Kettenhemd behalte ich auch. Im zweiten Obergeschoss hier im Fränkischen Museum gibt es immer wechselnde Ausstellungen. Und heute ist Andreas Heindl hier zu Gast mit seiner Gemäldeausstellung. Es geht noch länger. Die Infos vom Andreas Heindl blende ich euch ein. Und ihr seht hier ein Gemälde von ihm, das persönlich mir ganz gut zusagt. Zeitloch auf Acryl gemalt. Und ich denke, jeder kann sich vorstellen, was damit gemeint ist. Und die Darstellung von diesem kleinen Ritter hier, die erwartet uns jetzt auf unserer nächsten Station. Deswegen sagen wir Tschüss, Abenberg. Und ab geht's zum Parsival nach Wolframs-Eschenbach.
Burgenstraße, ihr seht, wir sind weitergefahren und wir sind angekommen in Wolframs-Eschenbach, bekannt für den Namensgeber der Stadt, den Dichter der damaligen Zeit im Mittelalter, Wolfram-Eschenbach, und auch als Stadt des Deutschen Orden. Der Deutsche Orden wollte damals köstliche Häuser und schöne Städte errichten, deswegen könnt ihr hier innen, in der Innenstadt, in der Altstadt, noch tolle Fachwerkhäuser der damaligen Zeit sehen und auch die Stadtmauer, die den ganzen Ort umgibt. Übrigens, hier wurde auch schon ein Film gedreht, der Räuber Hotzenplotz mit Gerd Fröbe. Vom Wasser kommt der Bäumesaft, befruchtet gibt das Wasser Kraft aller Kreatur der Welt. Hinter mir seht ihr den Wolfram von Eschenbach, der berühmte Dichter, Universalgenie, damals im Mittelalter. 1917 erlaubte übrigens König Ludwig III. Die Umbenennung des Ortes Eschenbach in den Ort Wolframs Eschenbach, wie man ihn heute kennt. Am 18. Dezember 1332 verlieh Kaiser Ludwig der Bayer übrigens Eschenbach das Stadtrecht. Und als Stadt braucht man natürlich ein Rathaus. Und hier ist das alte Rathaus. Ihr seht es hinter mir. Da ist das Museum der Stadt drin. Und da schauen wir jetzt mal rein. Hier im Stadtmuseum könnt ihr schöne Exponate bestaunen. Unter anderem auch diesen beeindruckenden Eheprügel. Das ist eine Schandstrafe. Das hat damals der Amtsknecht den Ehemännern vor die Haustür gestellt. Und zwar den Ehemännern, die sich zu Hause von ihrer Ehefrau verprügeln ließen. Der mich leider nicht geziemt. Das ist Mittelhochdeutsch. Das ist die Sprache, die damals Wolframs von Eschenbach gesprochen hat. Er hat insgesamt 8 Lieder, also 8 Lieder sind von ihm überliefert. 31 Strophen hat er für uns hinterlassen. Unter anderem den bekannten Parsival und den Titurel. Das 1623 entstand unter Deutschmeister Erzherzog Karl das Deutschordensschloss. Es ist ein Meisterwerk eigentlich der Renaissance hier in Franken. Heute ist das Rathaus mit der Touristeninformation hier beheimatet. Der Adelsbau war damals städtisch und ein Absteigequartier für die Landkontur, für die Würdenträger und die Gäste des Ordens, die waren hier zu Gast. Der hintere Teil des Gebäudes hier am Schloss, dort hinten seht ihr es, das ist ein Lagerhaus und diente früher für den Zehnt, genau weiß ich nicht, wie man es ausspricht, aber wer von euch weiß, was es bedeutet, der schreibt es mal in die Kommentare. Ich warte 5 Sekunden. Und vorbei, es sind die Naturalien, die damals bei den Steuerleistungen mit eingezogen wurden. Wolframs Eschenbach ist sehr bemüht, die historischen Spuren, die hier in der Zeit entstanden sind, aufzudecken. Und wir befinden uns jetzt in wahrlich historischen Boden. Denn hier kann man die Spuren der Geschichte 1000 Jahre nachverfolgen. Hier stand einst, etwas weiter vorne, ist es bei Grabungen entdeckt worden, eine Holzkirche. Die wurde damals zerstört, weil die Ungarn gekommen sind. Da könnt ihr euch vorstellen, wie lange es schon her ist. Danach ist eine Steinkirche entstanden, die ist im Laufe der Zeit abgebrannt. Und jetzt vom Deutschen Orden, der damals hier in Wolframs Eschenbach war, wurde dann der Liebfrauenmünster in dieser Form gebaut. Topmodernes Bauwerk mit 3 gleich groß hohen Chören. Hier im Münster könnt ihr natürlich verschiedene Kunstwerke bestaunen, den Altar, verschiedene Bilder. Und hier seht ihr auch einen sogenannten Rosenkranzaltar. Ihr seht hier die ganzen Heiligen, die Evangelisten, den Erzengel Gabriel, Jesus Christus. Und unten sind die Heiligen Madler, nennt sich das, die zweite von rechts. Das ist übrigens die heilige Elisabeth, die ihr im Lauf schon kennengelernt habt. Ihr seht mich grinsen, denn hier ist ein richtig gutes Fotomotiv. Ihr seht mich jetzt im Kirchturm des Münsters. Da gibt es einen Torbogen und da könnt ihr direkt ins Kirchenschiff hineingucken und auch durchfotografieren. Und das machen wir jetzt. Und wie das Foto geworden ist, seht ihr jetzt. Ihr seht mich im Reiseführer der Burgenstraße blättern. Es gibt verschiedene Premium-Partner-Hotels übrigens und die stehen hier auch drin. Und in einem sind wir jetzt in Wolframs Eschenbach angekommen. Die alte Vogtei hier trifft das Alte auf das Moderne.
Und das ist ein richtig schönes Hotel und das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Im Wolframsaal hier im Hotel könnt ihr richtig groß und gut feiern. Hier passen mehr als 100 Leute rein, also für große Hochzeiten und Geburtstage ist hier gesorgt. Ihr seht hier den Parsival, ein Bild eines Nürnberger Künstlers. Hier oben habt ihr so euren Deckenbeamer, wo ihr Fußball schaut oder dann auf den Hochzeiten Filme von früher. Das bleibt euch überlassen. Zimmer 102, ein Standard-Doppelzimmer, richtig groß, wenn ihr mich fragt. Und dort gibt es auch eine Verbindungstür für die Großfamilien unter euch. Da ist direkt ein zweites Doppelzimmer mit angeschlossen. Und dann gibt es Platz für weit mehr als 4 Personen. Und hier in der alten Vogtei gibt es auch eine Suite und die schauen wir uns jetzt auch an. Auf der Burgenstraße lässt sich natürlich komfortabel reisen und auch übernachten. Und hier sind wir jetzt in der Suite in der alten Vogtei. Also das ist wirklich beeindruckend mit dem alten Fachwerk auf den 2 Etagen. Ich denke, da kann man sehr gut übernachten. Bei der Renovierung der alten Vogtei wurde natürlich auch an eine Barrierefreiheit gedacht und sogar noch ein Level höher. Es ist ja alles absolut behindertengerecht. Ihr seht hier ein Zimmer, in dem es so einen Schrank gibt, da könnt ihr sogar mit dem Rollstuhl nach innen fahren. Und außen ist der Aufzug. Es gibt Treppen, die mit einem Aufzug ausgestattet sind und natürlich auch ein behindertengerechtes Bad. Hier in dem Zimmer wurde natürlich an alles gedacht, natürlich auch an die tiefliegenden Lichtschalter und an die automatischen Türen. Und durch die gehen wir jetzt mal durch. Ihr seht, die fällt auch gar nicht zu. Und jetzt schauen wir uns mal den Wellnessbereich an. Hier im alten Rittersaal, vielleicht gab es ihn auch schon im 16. Jahrhundert, man weiß es nicht genau, aber hier könnt ihr noch original Türschlösser, die originalen Fenster sehen. Und ihr könnt hier auch natürlich richtig schön feiern, bis zu 50 Leute passen da rein. Und die alte Vogtei liegt relativ zentral, denn hinter euch ist eine Tür, die hat damals direkt zum Deutschordensschloss hier im Zentrum der Stadt geführt. Dem einen oder anderen mag diese Treppe vielleicht bekannt vorkommen. Gerd Fröbe war hier schon unterwegs und hat hier den Räuber Hotzenplotz gegeben. Im Gewölbe, fragt er mal nach, dann dürft ihr vielleicht auch mal reinschauen. Die Burgenstraße steht natürlich auch für die Kulinarik und in der alten Vogtei kann man sie genießen. Und wir bewegen uns heute original fränkisch. Ich gönne mir heute einen fränkischen Sauerbraten und ein bisschen was alkoholischen Cola-Weizen. Ich wünsche euch Prost und guten Appetit und weiter geht's dann. Wir sind jetzt auf dem Literaturweg unterwegs. Hier könnt ihr schön um die Altstadt von Wolframs-Eschenbach herumgehen und auch herumfahren, denn der Weg ist zwar nicht gepflastert, aber dafür rollstuhlgerecht. Und hier sind auch die Hinweistafeln absolut schön tief, damit ihr schön mit dem Rollstuhl dahin fahren könnt. Ein richtig schöner Fotospot hier in Wolframs-Eschenbach ist hier unten am Weiher. Da gibt es auch hinter euch ein Aussichtspavillon. Aber ich habe hier das Stativ jetzt vor dem Wasser angebracht. Wir nehmen die schöne Kirche mit auf oder vielmehr den Münster, wie wir jetzt wissen. Und wie das Foto geworden ist, seht ihr jetzt.
weitergefahren und angekommen vor der Festung Lichtenau. Hier seht ihr übrigens ehemaliger Besitz der Stadt Nürnberg, denn die Nürnberger haben 1406 die ganze Festung gekauft von Friedrich II. Von Heideck. Das war ein taktischer, cleverer Zug damals zur damaligen Zeit, denn sie war ein toller Vorposten vor der großen Reichsstadt. Das ehemalige Wasserschloss, die Festung Lichtenau, erlebte Hallern Konflikte und dann im ersten Markgrafenkrieg, da zog Albrecht Achilles in Lichtenau ein und zerstörte hier viel in der Umgebung. Der zweite Markgrafenkrieg 1553, das war dann Albrecht Alcibiades. Die haben die Burg, die Lichtenauer, eigentlich kampflos an ihn übergeben, aber dennoch hat er sie danach zerstört und die Stadt Nürnberg hat sie für 194.000 Gulden damals neu aufbauen lassen. Dann folgte der 30-jährige Krieg. Die Festung konnte sich unter den Truppen von Tilly nicht halten und viel später rückten die Schweden wieder an, eroberten die Burg dann wieder zurück. Und so rückten auch die Nürnberger wieder auf die Festung hier ein. Der letzte große Angriff auf die Burg erfolgte dann durch die Franzosen 1688. Ludwig XIV., der Sonnenkönig, stand hier vielleicht nicht ganz vor diesen Toren. Aber die Festung widersetzte sich und so konnte die Burg damals gehalten werden. Hier in Innenhof waren vielleicht damals die Gefangenen unterwegs, denn 1806 fiel die ganze Festung an das Königreich Bayern sowie auch die Stadt Nürnberg und dann wurde hier die ganze Festungsanlage als Gefängnis genutzt. Nach grundlegender Sanierung könnt ihr übrigens die Burg besuchen, die Öffnungszeiten und die Infos blende ich euch ein. Und hier ist auch das Staatsarchiv von Nürnberg beheimatet, hat hier noch eine Außenstelle und einmal im Jahr organisiert der Bürgerverein im Juli hier ein Burgfest, dann kann man sogar die Burg von innen besichtigen. Die Feste hier bieten natürlich allerhand richtig gute Fotomotive. Ihr seht es wieder kamerativ auf dem Kopfsteinpflaster. Ich habe mich jetzt hier für den Turm entschieden. Bisschen ein Stück noch von der Burgmauer mit dran. Und wie das Foto wird, seht ihr jetzt. Und das war sie nun. Die epische Etappe, wieder eine wahrlich epische Etappe südlich von Nürnberg. Romantisches Franken. Ich denke, ein bisschen was Romantisches war dabei. Und ich möchte mich natürlich ganz, ganz herzlich bedanken bei der Burgenstraße, bei der Stadt Roth, bei der Frau Freimann, beim ganzen Team auf der Burg Abenberg, beim Herrn Fuchs und beim Herrn Geidner in Wolframs-Eschenbach und bei dem Mann bei der Festung Lichtenau, der uns noch in die Festung hier reinließ. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr es empfehlt. Und wir sehen uns auf der nächsten Station auf der Burgenstraße. Seid dabei. Deswegen hier den Kopf drücken zum Abonnieren. Und dort blende ich euch weitere Videos der Burgenstraße ein. Macht's gut. Ciao.